Gerberstoß oder schräges Blatt? Das ist hier die Frage. Dazu hole ich aber erstmal wieder meine Hölzer. Und was zeigt der denn da für einen Scheiß? Ist ja total falsch. Das ist richtig, liebe Leute. Hallo Freunde von Dach und Holz TV, ich bin's, der Uli. Heute wieder mit einem eher theoretischen Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal was über den berüchtigten, den berühmten Gerberstoß. Warum? Ich bin ja natürlich immer wieder fachlich unterwegs im Internet und habe zum Thema Gerberstoß, ich sag mal, widersprüchliche, unvollständige, manchmal aber auch wirklich falsche Informationen gefunden und habe mir deshalb gedacht, ich erkläre das einmal auf ganz einfache Weise. Und dafür sind wir heute hier versammelt. Okay, Gerberstoß ist im Grunde eine Fettenverlängerung. Fettenverlängerung über mehr als zwei Stützen. Ich habe hier mal ein kleines Modellchen gebaut. Das sind natürlich nicht die Holzdimensionen, mit denen ihr arbeitet, aber mit denen ich arbeiten muss. Wir haben also drei Stützen und es geht darum, wie kriege ich eine Fette über diese drei Stützen gespannt, statisch, sage ich mal, optimiert, statisch gut ausgenutzt. Und bevor wir zum eigentlichen Gerberstoß kommen, nochmal eine ganz kurze Exkursion. Ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da mal was vorbereitet. Die erste Möglichkeit ist natürlich die Kombination von einem Träger auf zwei Stützen. Das heißt, ich habe hier einen Träger auf zwei Stützen, ich habe hier einen Träger auf zwei Stützen, in der Mitte verbunden. In diesem Fall mit einer Überblattung. Das ist der Klassiker. Diese Lösung hat einen großen Vorteil, nämlich dass die Hölzer hier, also wir sprechen jetzt von richtigen Baustellen, die Hölzer hier kurz sind, überschaubar sind, gut zu handeln sind. Das ist vor allen Dingen wichtig in der Sanierung, im Altbau. Aber diese Konstruktion hat auch Nachteile. Der erste Nachteil, den erkläre ich mal kurz hier. Ihr seht hier eine ganz normale Überblattung. Einmal die Holzstärke quasi ausgeklinkt auf beiden Seiten. Und was jetzt passiert, wenn hier die Last drauf kommt, ist, dass an dieser Fuge hier, hier wo das aufliegt, entsteht ein sogenannter Querzug. Ihr wisst wahrscheinlich aus eurer Ausbildung, vielleicht auch aus dem Studium, dass die Lasten, die rechtwinklig zur Trägerachse wirken, das sind die Querkräfte und da gibt es Querdruck und Querzug. Wenn ich hier Last aufbringe, hat das Holz die Neigung, an dieser Stelle aufzureißen. Das will man natürlich nicht, da gibt es auch Lösungen. Und zwar gibt es die sogenannte Querzugverstärkung, aber auch Querkraft- oder Querdruckverstärkung. Das sind Vollgewindeschrauben, die man, ich zeige das mal von hier, die man an dieser Stelle hier quasi eindreht. Ich sag mal, bei so einer Größe wahrscheinlich vier Stück. Immer Randabstände beachten, also 1, 2, 3, 4. Und diese Vollgewindeschrauben sorgen dafür, dass das Holz nicht aufreißen kann. Ihr seht aber schon, es ist möglich, den Querzug zu minimieren, auszumerzen, aber ist natürlich echt aufwendig auf der Baustelle, wo es ja eben in der Regel schnell gehen muss. Dieses System hat aber neben der konstruktiven Schwäche auch eine statische Schwäche. Und dazu habe ich auch was vorbereitet, woran man das ganz gut erkennt. Das sind im Grunde ganz einfache Holzleisten, Zentimeter dick. Die lege ich jetzt mal genauso nebeneinander hierher. So, und ich habe eben schon gesagt, das ist jetzt im Grunde ein Träger auf zwei Stützen. Wenn ich diesen Träger auf zwei Stützen in der Mitte belaste, biegt er sich durch. Und was passiert hier? Nichts. Und zwar absolut gar nichts. Das gleiche natürlich hier andersrum auch. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, okay, das ist ja auch nicht verbunden. Ob das verbunden ist oder nicht, spielt aber keine Rolle. Warum das so ist oder warum das ein Nachteil ist, das seht ihr nämlich jetzt in der Schautafel, die hier unten eingeblendet wird, mit dem Momentenverlauf. Für alle Statiker, die jetzt schon in die Tastatur hauen für die Kommentare, also wir zeigen euch ein statisches System, wo bestimmte Sachen definiert sind. Wir gehen von einer Streckenlast aus, also einer Last pro Meter, die ist mit Q gekennzeichnet. Diese Streckenlast wirkt über die gesamte Länge.
Die Abstände der Stützen sind symmetrisch. Das heißt also, ich habe wirklich eine absolut gleichmäßige Last. Es gibt keine Einzellast. Gibt's, kann ja sein, dass sie irgendwas Schweres auf die Decke stellt oder wo auch immer. Und es gibt keine Horizontallast. Das alles dient nur der Veranschaulichung eines charakteristischen Momentenverlaufs in so einer Konstruktion. Also, alles konstant. Ich habe mal wieder gewechselt. Ihr seht, das geht mir mehr blitzschnell. Jetzt liegen wieder die Hölzer hier. Also, wofür ist das entscheidend? Ihr seht hier in diesem statischen System unter den Auflagern einen Kreis, beziehungsweise hier auch im Auflager einen Kreis. Und Kreise heißen immer, hier sitzen Gelenke. Gelenke können keine Momente, keine Biegemomente übertragen. An den beiden äußeren Stützen ist es völlig klar. Wichtig ist, was über der zweiten Stütze passiert. Und da muss man sagen, ihr könnt bei Holzverbindungen machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie überblatten, ihr könnt sie verbolzen, was auch immer. Das muss immer als Gelenk, also als nicht aufnahmefähig für Biegemomente gerechnet werden, statisch gesehen. Sodass ihr also, wenn man sich den Momentenverlauf anguckt, habt ihr immer quasi eine parabelförmige Kurve von hier bis hier mit einem maximalen Durchbiegemoment, was, die Statiker wissen das, die Zimmerleute wahrscheinlich auch, berechnet wird mit QL Quadrat Achtel. Q ist die Streckenlast, Auflager bis Auflager. L ist die Spannweite, Auflager bis Auflager. Und weil L quasi mit einer Potenz, mit diesem Quadrat in die Rechnung eingeht, entsteht eben bei der Biegemomentlinie keine gerade, sondern eine parabelförmige Kurve. Das seht ihr hier ganz schön. Das hat Auswirkungen. Ihr müsst euch vorstellen, dass man die Hölzer, statisch gesehen ja, nach den zu erwartenden Biegemomenten bemisst, weil die Hölzer da am, ich sag mal, empfindlichsten sind. Also Hölzer können sehr gut Querkräfte aufnehmen, senkrecht zur Trägerachse. Sie können sehr gut Druck- und Zugkräfte aufnehmen, Normalkräfte in Richtung der Träger. Bei den Biegemomenten ist es halt ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoller, weil im Holzquerschnitt auf der Oberseite Druck entsteht durch die Durchbiegung und auf der Unterseite Zug. Ihr habt also eine Druckzone, die bis zur Mitte des Trägers geht und da unten habt ihr die Zugzone. Das ist deswegen wichtig, auf gar keinen Fall dürft ihr hier unten in der Zugzone irgendwas verdübeln oder reinschneiden, weil damit würde ihr das Holz wirklich extrem schwächen. Das heißt, ich bemesse also diese Balken, die so aufliegen, bemesse ich nach QL Quadrat Achtel und das ergibt einen Querschnitt, ich sage jetzt mal 8 auf 12. Habe ich zufällig hier liegen. Und das ist nicht die günstigste Variante. Ich zeige euch nämlich jetzt noch eine günstigere. Das ist die günstigere Variante, ein sogenannter Durchlaufträger, weil dieser Träger durchläuft. Und zwar von der ersten bis zur dritten Stütze. Das hat einen, ich fange mal mit den Nachteilen an, es hat einen großen Nachteil. Ihr seht, es ist ein Stück Holz. Wenn ihr euch das jetzt mal in einem großen Dachstuhl vorstellt, dann kann so ein Ding auch schon mal 12 Meter lang sein oder 10 Meter lang sein. Und diese 10 Meter Balken in die Baustelle reinzubringen, wenn es nicht gerade Neubau ist, also in der Sanierung, in Denkmalpflege, was auch immer, das ist echt eine Herausforderung. Das heißt also, das Ding ist extrem unhandlich. Großer Vorteil ist, ihr müsst nichts machen. Ihr legt das Ding so auf. Es wird mittlerweile befestigt mit einer Schraubverbindung, nämlich eine Tellerkopfschraube, um die Fuge hier dicht zu ziehen, zwei Vollgewindeschrauben, um gegen Zug zu sichern. An allen drei Stellen, dann ist das Ding bombenfest. Und es hat gegenüber der ersten Variante einen statischen Vorteil. Den erkläre ich jetzt erstmal wieder anschaulich. Und zwar wieder mit meiner Leiste, also eine Durchlaufleiste. Aufgelegt. So, jetzt habe ich wieder meine Last, meinen Q, meine konstante Streckenlast. Und jetzt sieht man, wenn ich hier belaste, passiert hier was. Dieses Feld wird mich entlastet. Das würde auch passieren, wenn ich das hier hinten fixieren würde. Es würde hier quasi etwas nach oben gehoben. Das Gleiche natürlich analog auch für die andere Seite. Das heißt also, eine gleichmäßige Last führt dazu, dass beide Felder, das jeweils andere Feld, auch ein Stück entlasten. Statisch sieht das Ganze so aus. Da seht ihr den Momentenverlauf bei einem Durchlaufträger. Was auffällt ist, das Gelenk in der Mitte sitzt unter dem Durchlaufträger, nicht in der Mitte. Das heißt also, dieser
Anschluss ist nicht in sich gelenkig, es ist ja ein durchlaufendes Holz, aber ist gelenkig gelagert auf der Stütze. Das ist ein Unterschied. Und ihr seht, es gibt hier eine kleine Spitze nach oben. Was nämlich passiert ist, der komplette Momentenverlauf verlagert sich auf beiden Seiten etwas nach oben. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, als wenn hier einer quasi das Moment nimmt und so nach oben zieht. Das hat zur Folge, dass in den Feldern der Betrag des maximalen Biegemoments kleiner wird, in beiden Feldern, dafür der Betrag des Stützmoments hier aber der mittleren Stütze entsprechend anwächst. Das ist von Relevanz, weil ich nämlich dann den Effekt habe, den Balken, das Kantholz, von den Momenten her besser auszunutzen. Das heißt also, ich habe eine gleichmäßigere Momentenverteilung mit dem großen Vorteil, ich kann diesen Balken wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, dünner bemessen. Ich habe eben bei den zwei Einzelträgern habe ich gesagt, na, ich sag mal 12 auf 8. Wenn das da 12 auf 8 ist, könnte das hier wahrscheinlich 10 auf 8 sein oder 6 auf 12. Ihr seht also, das ist eine statische Optimierung mit der Konsequenz, ihr könnt Holz sparen, ihr könnt Rohstoff sparen, gerade in dieser Zeit ja nicht so ganz ohne. Da ist es wieder, das richtige Holz. Ich habe eben gesagt, auf der Unterseite entsteht bei den Einzelträgern die Zugzone, auf der Oberseite die Druckzone. Das gilt hier auch. In den Feldern habe ich unten die Zugzone, oben die Druckzone. Das kehrt sich über dieser mittleren Stütze natürlich um. Weil ich hier auch einen Momentenbetrag habe, ist zwar ein negatives Moment, das spielt aber keine Rolle. Ich habe einen Momentenbetrag und dadurch wird hier die Oberseite zur Zugzone und die Unterseite zur Druckzone. Deswegen auch hier den Hinweis, auf gar keinen Fall einschneiden, schwächen, was auch immer. Ihr würdet die ganze Konstruktion wirklich erheblich beeinträchtigen. Befestigung habe ich schon gesagt, Nachteil habe ich auch gesagt. Und beim Nachteil kommen wir jetzt endlich, viele von euch haben schon darauf gewartet, auf den Gerberstoß. Der kehrt den Nachteil nämlich um. Genauer gesagt ist es ja, sage ich mal, es gibt einen Gerberstoß. Das ganze Konstrukt heißt natürlich Gerberträger oder auch Gelenkträger. Das Prinzip ist folgendes. Ich lasse einen Träger nicht auf der mittleren Stütze enden, sondern ziehe ihn quasi bis zu einem bestimmten Punkt im zweiten Feld. Dadurch entsteht ein Kragarm. Dann hänge ich hier im Grunde den sogenannten Schleppträger ein. Der sieht so aus. Wird verbunden. Klassischerweise zwei Bolzen. Ganz wichtig, Unterdeckscheibe, um die Fläche zu vergrößern. Mindestens zwei. Was mittlerweile auch geht, weil diese Verbindung sehr gut darin ist, Querkräfte zu übertragen. Also von einem Holz aufs andere. Es geht auch mit Vollgewindeschrauben, die natürlich in einer entsprechenden Anzahl mit den entsprechenden Randabständen hier eingedreht werden müssen. Was passiert bei einem Gerberträger? Dazu habe ich natürlich wieder meine Leisten vorbereitet. Mein Leistenmodell muss man sich leisten können. Im Grunde entspricht die Durchbiegung oder das Funktionsprinzip eines Gerberträgers dem Funktionsprinzip eines Durchlaufträgers. Nämlich, wenn ich dieses Feld belaste, wird dieses Feld leicht entlastet und umgekehrt natürlich genauso. Und das seht ihr auch im Momentenverlauf. Dazu hole ich euch erstmal wieder meine Hölzer. Also wenn ihr unten guckt im Momentenverlauf, entspricht dieser Momentenverlauf genau dem Momentenverlauf eines Durchlaufträgers mit all den Randbedingungen, ne, E mal I gleich konstant, Streckenlast konstant, symmetrischer Aufbau. Das heißt, ich habe in diesem Feld mein Feldmoment, meine Durchbiegung nach unten. Ich habe hier das Stützmoment mit der Durchbiegung, gedachte Durchbiegung nach oben. Und ich habe hier wieder meine Gelenke mit den Momenten Nullpunkten. Und hier gibt es halt dieses zusätzliche Gelenk. Und ich habe eben gesagt, Gelenke können keine Biegemomente aufnehmen, egal wie ihr sie verbindet. Das gilt natürlich auch für den Gerberstoß. Deswegen muss die Momentenlinie hier quasi den Nullpunkt durchlaufen. Das ist ganz wichtig. Falls ihr auf die Idee kommt, Mensch, das ist ein geiles System, warum bin ich dann nicht früher drauf gekommen? Ich mache das einfach mal. Den Abstand zwischen
diesen Träger, oder das ist völlig egal, also zwischen der Auflage und diesem Gelenk, das ist wirklich eine statische Aufgabe, weil diese Verbindung muss im Nullpunkt liegen. Die darf nicht irgendwie links und rechts liegen, sondern das ist ganz entscheidend. Zudem kann der Statiker das auch so anordnen und die Dimensionen so anordnen, dass das negative Moment, was ihr hier seht, also diese Spitze hier, im Betrag in etwa dem Feldmoment in den beiden Feldern entspricht. Das heißt also, dann habt ihr den Träger wirklich optimal ausgenutzt. Über die ganze Länge ab hier ist es natürlich null, aber hier die ganze Länge habt ihr quasi gleichmäßig mit einem Moment belegt, sage ich jetzt mal so ganz unfachmännisch. Und dann habt ihr quasi die Tragfähigkeit der Pfette optimal genutzt und ausgenutzt. Und auch da gilt dann natürlich wieder, ihr könnt das Ganze wahrscheinlich, das entscheidet der Statiker, reduzieren in der Dimension. Der große Vorteil eines Gerberträgers, eines Gelenkträgers gegenüber dem Durchlaufträger ist, ihr habt handlichere Hölzer. Das heißt, der große Nachteil eines Durchlaufträgers, das können Megateile werden, schwierig, sie in irgendeinen Altbau reinzukriegen. Das gilt natürlich für einen Gerberträger nicht. Die haben ja einfach zwei Hölzer, die, sage ich mal, handelbar sind. So, die Guten unter euch sitzen wahrscheinlich schon an der Tastatur und sagen, was zeigt der denn da für einen Scheiß? Ist ja total falsch. Das ist richtig, liebe Leute. So wie der Gerberträger hier liegt, liegt er falsch. Das habe ich aber extra gemacht, damit ich dieses Holz hier einfach auflegen kann. Richtig ist, dass ich den Kragarmträger mit dem schrägen Blatt nach unten auflege und dann den Schleppträger daran aufhänge. Ich mache das jetzt nur mal provisorisch hier mit einem Bolzen. In der Realität nicht vergessen, Unterlegscheiben. Ganz wichtig, ihr müsst die Kraftangriffsfläche müsst ihr möglichst groß halten oder halt mit Vollgewindeschrauben, das geht auch. Warum muss das angehängt werden? Weil im Grunde ansonsten in dem Moment, wo etwas aufliegt, die gleiche Gefahr besteht wie bei den beiden Trägern, nämlich dass es ein durch den Querzug zu einem Aufriss sozusagen der Holzverbindung kommt. Und das wird vermieden dadurch, dass ich das Ganze aufhänge, den Schleppträger aufhänge, weil dadurch trägt der komplette Querschnitt dieses Holzes. Ganz wichtig, nicht andersrum, das ist falsch und das ist auch gefährlich. Und jetzt kommen wir zur anderen Frage. Ich habe immer wieder im Internet gesehen, dass Leute sagen, das ist ein Gerberstoß. Ja, das ist richtig. Ich würde erstmal sagen, das ist ein schräges Blatt, also eine schräge Überblattung. Zum Gerberstoß wird es dann, wenn diese Holzverbindung, so wie sie da ist, eben nicht auf einer Stütze aufliegt, sondern in einem Feld und diese besprochenen und geschilderten Funktionen und vor einigen Momentenverläufe aufnimmt. Warum schräges Blatt? Weil das schräge Blatt tatsächlich statisch gesehen die günstigste Variante ist, um die Querkräfte aufzunehmen. Also das, was senkrecht auf die Trägerachse wirkt. Es gibt einen mathematischen Zusammenhang zwischen Querkraftverlauf und Momentenverlauf. Deswegen muss diese Verbindung Querkräfte aufnehmen können, damit hier die Momente gleich null gesetzt werden können. Das gibt es ganz klar, es gibt keine Verbindung, wo Querkraft und Moment gleich null sein kann. Jedenfalls keine tragfähige. Das bietet dieses schräge Blatt einfach am besten von allen traditionellen Holzverbindungen. Es gibt in Köln ja einen Verlag für den Holz. Nein, ich muss mich korrigieren, es gibt den Verlag für den Holzbau. Und zwar ist es der Bruderverlag, der bringt dieses Werk heraus. Und zwar ist das Grundwissen moderner Holzbau, die Bibel für alle Zimmerer in der Ausbildung und auch später noch. Wenn ihr also mal in einem Buch lesen wollt, die Älteren werden sich erinnern, für die Jüngeren, das Buch ist im Grunde so ein komisches Ding mit Papier, kann man blättern, wischen funktioniert nicht. Kleiner Spaß, ich weiß, ich habe auch die Jungen lieb. Nichtsdestotrotz,
Hochinteressant, da stehen so Sachen wie Gerberstoß oder Kopfbänder oder was auch immer steht da ausführlich drin. Guckt mal in der Videobeschreibung www.baufachmedien.de, da findet ihr das. Und für alle, die vielleicht gerne mal wieder blättern wollen, aber nicht so viel, gibt es natürlich auch noch von meiner geschätzten Kollegin auch noch das Heft der Zimmermann. Das findet ihr auch bei den Baufachmedien. Da geht es im Grunde wirklich um so ganz grundlegende Sachen. Wie macht man sowas? Was ist ein Gerberstoß? Was kann der Gerberstoß? Da geht es aber auch um, sage ich mal, schon holzbautechnische Herausforderungen. Wie schließe ich zum Beispiel eine Holzrahmenbauwand an einen Betonsockel an? Also es ist schon, das geht alles schon so ein bisschen Richtung Zimmerer, Fachliteratur, und da gibt es keinen besseren Verlag als den Bruder Verlag. Schönen Gruß an meine Chefin. So Leute, das war's. Verständlich war ich hoffentlich. Falls nicht, schreibt in die Kommentare, schreibt Fragen, schreibt Anregungen, schreibt Kritik. Alles nach bestem Wissen und Wissen recherchiert, beziehungsweise auch mal gelernt. Wie gesagt, ich habe hier keine quantitative Kurve gezeigt, also ich habe hier keine Berechnungen gemacht, sondern ich habe qualitativ charakteristische Momentenverläufe gezeigt und im Grunde nur erklärt, wie ihr damit umgeht auf der Baustelle, um zu verstehen, wie und warum man Hölzer anordnet, ausarbeitet, auflegt oder auch wieder abreißt. Wir sehen uns bald wieder, neues Thema, neues Glück, und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Lasst ein Abo da, bitte. Bis dann.